Hallo, ich bin der Emil, das ist mein Kollege der Felix. Wir beide sind im zweiten Ausbildungsjahr zum Konstruktionsmechaniker bei der Firma König & Bauer. Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre. In diesen 3,5 Jahren beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Herstellen von Metallkonstruktionen sowie insbesondere Schweißkonstruktionen und auch Blecharbeiten. Zum Teil lernen wir die Grundlagen in der Lehrwerkstatt bei uns und ab dem zweiten Ausbildungsjahr können wir auch im Hauptbetrieb schon mitarbeiten, wo wir unter anderem solche Maschinen wie hier bedienen können, an der Blechteile ausgelasert werden, die später weiterverarbeitet werden. So, ich befinde mich jetzt hier an der sogenannten Nippelmaschine, an der man ebenfalls verschiedenste Formen für die Weiterverarbeitung aus Stahlblechen ausstanzen kann. Okay, als nächstes werden die ausgelaserten Teile zur Biegemaschine gebracht. Dort wird dann ein 90-Grad-Winkel angebracht. Jetzt wurde der 90-Grad-Winkel gebogen und mein Kollege überprüft jetzt, ob der Winkel stimmt. Jetzt wird das ganze Teil gedreht und noch ein anderer 90-Grad-Winkel angebracht. Wenn die Teile dann fertig gebogen sind, sind sie bereit für die Weiterverarbeitung. Und ein weiterer großer Bestandteil unserer Ausbildung ist das Schweißen. Wir lernen einmal das Schweißen mit AR, also virtuell, und einmal das Schweißen in der Schweißkabine. Beim Schweißen mit AR haben wir hier einen Schweißhelm. Dort ist ein Bildschirm inbegriffen. Damit sieht man dann alles, was auf dem Bildschirm ist, sehe ich dann im Helm. Durch den Helm erfasst die Kamera diese Muster, die hier auf dem Brett zu sehen sind. Und die werden dann im Helm als Metallstück, als Metallplatte halt dargestellt. Als erstes würde ich euch mal eine Schweißnaht virtuell zeigen. Wenn man dann fertig ist mit der Schweißübung am Simulator, kann man sich dann die verschiedenen Punktzahlen anschauen, die man erreicht hat, wie man den Brennwinkel richtig gehalten hat und ob man was man verbessern kann und wie man es verbessern kann. Natürlich schweißen wir auch real in unserer Schweißkabine mit dazugehöriger Schutzausrüstung. Wir erlernen hier verschiedene Schweißmethoden, wie zum Beispiel das Metallaktivgasschweißen, Elektrodenschweißen, Wolfram-Innert-Gasschweißen und Gasschmelzschweißen.